Hallo und herzlich willkommen zu meinem BFA-Rundflug in der Umgebung von Wien. Der Rundflug hat heute den folgenden Grund, denn ich habe mir heute FTX Global installiert. Und wir wollen uns heute mal ansehen, wie FTX Global mit Austria Professional X und Ultimate Terrain X zusammenspielt und aussieht. Meine Cessna 206 steht schon bereit. Und wir begeben uns auch gleich in den Flieger hinein. Hallo meine Herren, das ist mein Flugzeug. Alles aussteigen bitte. Dankeschön. So, da befinden wir uns im Cockpit. Was haben wir heute vor? Wir werden heute einen Rundflug über die Sichtflugstrecke Sierra machen und uns ansehen, ob man die Pflichtmeldepunkte und die Ortschaften, die wichtig für einen Sichtflug sind, ob man die in FTX Global und Austria Professional X findet und wie das Ganze aussieht, wie die Texturen aussehen, ob man die Straßen findet, die Flüsse und ob man sich unter Sichtflugregeln gut orientieren kann. Und ob man sich im Sichtflug gut daran orientieren kann. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir gleich mal unsere Maschine an und holen uns die Clearance vom Tower. Dafür schließen wir mal die Türen. Zuerst die Kabinentür. Und die Pilotentür. Ich befinde mich hier übrigens in der neuen Carenado 206 Hotel und das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Flieger. Okay, das Lenkrad blenden wir aus. So, Avionics Master Switch off, Call Flaps open. Fuel Selector Valve, both. Avionics Circuit Breakers sind drinnen. Throttle öffnen wir ein wenig. Propeller High RPM. Mixture Idle Cutoff. Propeller Area clear. Master Switch on. Auxiliary fuel pump switch on. Mixture advance to full rich until the fuel flow just starts to rise. Okay. Auxiliary fuel pump switch off. Dann starten wir die Kiste. Guter Start. Öldruck steigt. Öldruck im grünen Bereich. Öltemperatur steigt auch. Alles im grünen Bereich. Parking Brake on, Beacon, Navlight on, Avionics Master Switch on. Dann würde ich sagen, hören wir uns mal das ETIS von Wien an. ETIS hat eine Frequenz von 122,95. Wieso werde ich geregelt ist, kann ein Voice-Fehler sein.
hier oben steht Information Bravo. Ich würde sagen, wir melden uns mal beim Tower. Tower-Frequenz ist 119,4. Windturm, die Oscar Echo in Dietschere Lima. Schönen guten Abend. Oscar Echo in Dietschere Lima, servus, bitteschön. Oscar Echo in Dietschere Lima, eine Cessna 206, eine Person an Bord für einen Rundflug über die Sichtflugstrecke Sierra. Oscar Echo in Dietschere Lima, Information, Juliet ist momentan aktiv, die aktiviert bis jetzt vorhin. Ausflug aus der Kontrollzone, wir sehen, dass Sierra ist gestartet, 1500 Fuß oder so runter. QH 1019. Aktuelle Information, Juliet, aktive Piste 29, Ausflug über die Sichtflugstrecke Sierra, genehmigt in 1500 Fuß oder darunter, QNH 1019, Oscar Echo in Dietschere Lima. Oscar Echo in Dietschere Lima, danke korrekt und setzen Sie den Transponder auf 3x0 und die 1. Transponder 3x0 und die 1, Oscar Echo in Dietschere Lima. Oscar Echo in Dietschere Lima, danke. Melden Sie Rollbereitschaft und rufen Sie die Wien-Bodenkontrolle auf 121.60. 121.6. Vielen Dank, Oscar Echo in Dietschere Lima. So, Transponder 3x0 und die 1. Gut, irgendwie lässt sich der Transponder nicht auf 3x0 und die 1 einstellen. Wir setzen ihn einfach auf 7000. Und wir wechseln auf die Bodenkontrolle. 121.6. Before Taxi Checklist. Windows, Vents and Heaters. Closed and checked. Mixture as required. Throttle as required. Auxiliary fuel pump off. Parking brake release. Okay, dann melden wir uns bei der Bodenkontrolle. Bodenkontrolle, Oscar Echo in Dietschere Lima, bitte rollen zur aktiven Piste 29. Oscar Echo in Dietschere Lima, schönen guten Abend, Wien Boden. Rollen Sie zur Piste 29 über Vater und Mike, QNH 1019. Zur Piste 29 über Papa und Mike, QNH 1019, Oscar Echo in Dietschere Lima. Ich werde jetzt bei der Rollkontrolle anfragen, ob wir von Haltepunkt Alpha 6 starten können. Oscar Echo in Dietschere Lima, erbitte Haltepunkt Alpha 6.
Okay, Green Dear Charlie Lima, Standby für Alpha 6. Green Dear Charlie Lima, Stufe 29 Alpha 6 ist genehmigt. Und bitte setzen Sie im Squawk auf 0001. Haltepunkt Alpha 6 ist genehmigt und ich habe da ein kleines Problem mit meinem Transponder. Ich kann den irgendwie nicht auf 3x die 0 und die 1 stellen. Ich habe jetzt 7000 eingestellt. Verstanden. Okay, Green Dear Charlie Lima, kontaktieren Sie Windturm auf 119.4, schönen Flug, servus. Windturm auf 119.4, vielen Dank, aus Sky Green Dear Charlie Lima. Einen Engine Run-Up. 1800 Umdrehungen. Rechter Magnet. Check. Linker. Check. Okay. Alles im grünen Bereich. Oscar, gehen wir Charlie Lima, bereit zum Start. Oscar, gehen wir Charlie Lima, halten Sie die Position. Verkehr ist 2 Meilen auf dem Erdenservus AZ 20. Halteposition, Oscar, gehen wir schon lieber. Wenn Sie Charlie Lima rollen auf die Piste 29 und warten Sie. Rolle auf die Piste und warte, aus Becken wird schon wieder. Der Green Dear Charlie Lima, Wing 280 Grad mit 15 Knoten, Piste 29 frei zum Start. Piste 29 frei zum Start, aus Green Dear Charlie Lima. Okay, Green Dear Charlie Lima, Squawk Mode Charlie, bitte. Squawk Mode Charlie, Oscar, Green Dear Charlie Lima.
Okay, grüne Teilnehmer. Sprachmodus Charlie. Sprachmodus Charlie, Ausgang grüne Teilnehmer. Ausgang grüne Teilnehmer, danke schön, melden Sie Hinberg. Werde Hinberg melden, Ausgang grüne Teilnehmer. Hinberg 1500 Fuß. Okay, können wir Charlie Lima, danke schön, melden Sie Münchendorf. Werde Münchendorf melden, Ausgang gegen den Charlie Lima. Und Ausgang gegen den Charlie Lima, möchten Sie in der Kontrollzone verbleiben oder ausfliegen? Ausfliegen, Ausgang gegen den Charlie Lima. Ausgang gegen den Charlie Lima, verstanden. Okay, kriegen Sie Teilnehmer für Ihre Information. Münchendorf befindet sich jetzt auf Ihrer neuen Uhrposition. Münchendorf in Sicht, Ausgang, kriegen Sie Teilnehmer. Okay, grüne Teil Lima, Sie verlassen bitte meine Kontrollzone. 6-6 ist genehmigt. Wünsche einen schönen Wetterflug. Tschüss. Vielen Dank für den Service. Bis später, Ausgang, grüne Teil Lima.
Servus, die Oscar Echo Alpha Romeo Whisky. Oscar Echo Alpha Romeo Whisky, servus. Ja, servus, die Oscar Echo Alpha Romeo Whisky, Aircraft Type, Diamond DA20, Position 3 minutes north of Wiener Neustadt East. Altitude 2500, is there any chance to cross the control zone via sector south and leave via the Danube River route? Oscar Echo Alpha Romeo Whiskey, affirmative, but first for your information, traffic is on your opposite direction, 1700 feet, maintain 2500 feet. Thanks, traffic is inside Oscar Romeo Whiskey. Oscar Echo Alpha Romeo Whiskey, thank you. Enter control zone via sector Sierra, 1500 feet or below, next about Eber Gassing, set walk 0002. 0002 and enter the sector south, reporting Eber Gassing, and we will stay at 1500 or below Oscar Romeo Whiskey, thanks. Oscar Alpha Romeo Whiskey, correct, and for information, active runway is runway 29 and local TNH 1019. TNH 1019 and 29 is active, okay, we will expect holdings here, Oscar Romeo Whiskey, thanks. This is 1-0-0-2 with you. Good evening. 1-0-0-2, servus. Wind 280 degrees, 1-0 knots, runway 29, clear for takeoff. So I see you back up, am I clear for takeoff on runway 29? This is 1-0-0-2, it goes back in the transmission. Am I clear for takeoff runway 29? 1-0-0-2, affirmative, wind is 280 degrees, 1-0-0, runway 29, clear for takeoff. Thank you very much, clear for takeoff 1-0-0-2.
Whisky ist approaching Eva Kaffee. Oscar Echo Romeo Whisky, danke schön. Midfield Crossing ist approved and leave control schon via. Wir fahren unter Freude und Donauturm. 2500 feet, war Pilot. Midfield Crossing approved and we are leaving via Florida now and Donauturm 2500 or below. Oscar Romeo Whisky, danke schön. Manuel 002, no fair date is available for Jordi Unicorn 1-2-3-8, bye bye. Thank you very much, sir. 002-152-0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 -
Turm aus Gaikönjacel Lima. Aus Gaikönjacel Lima, servus. Aus Gaikönjacel Lima, eine Cessna 206. Bitte Einflug in die Kontrollzone über Sierra für eine vollständige Landung in Wien. Aus Gaikönjacel Lima, Einflug in die Kontrollzone via Sektor Sierra genehmigt, 1500 Fuß oder darunter. Melden Sie Verkassen und Glocke QNH 1019. Einflug in die Kontrollzone genehmigt, über Sierra 1500 Fuß oder darunter, melde Ebergasse in QNH 1019, aus Gaikönjacel Lima. Und aus Gaikönjacel Lima zur Information, aktive Betriebspiste ist die Piste 29. Piste 29, aus Gaikönjacel Lima. Aus Gecko Alpha Romeo Whiskey, Sie verlassen. Aus Gecko Alpha Romeo Whiskey, sorry, you are leaving my control zone shortly. Frequency changes approved, and that's for fast walker 7000. Bye-bye. Passing Donauturm and leaving approved, walking 7000. Danke vielmals, TT, Oscar Romeo Whiskey. Gaikönjacel Lima, Position Report, bitte schön. Aus Gaikönjacel Lima, südlich von Ebergasse. Aus Gaikönjacel Lima, denke ich mal. Aus Gaikönjacel Lima, fliegen Sie in den linken Gegenanflug der Piste 3, Korrektur, in den linken Gegenanflug der Piste 29. Melden Sie den bereits zum Eintritt in den Innenflug der Piste 29. Fliege in den linken Gegenanflug der Piste 29, melde den Endanflug Piste 29. Aus Gaikönjacel Lima negativ, nur melden wir bereits im Einflug in den Endanflug der Piste 29. Melde, wenn bereit,
für den Endanflug bis zur neuen Escape Ignition. Ich bin schon immer bereit für den Endanflug bis zur 9. Okay, ich bin jetzt schon immer bereit für den Endanflug bis zur 9. Drehen Endanflug bis zur 9, Oskar, ich bin jetzt schon immer.
ausgerechnet in Hotel Lima, Wien, 280 Grad 1, 3 Knoten, Piste 29, frei zur Landung. Piste 29, frei zur Landung, vielen Dank. Ausgerechnet in Hotel Lima. Okay, ich bin jetzt halt immer willkommen in Wien. Rufen Sie die Bodenkontrolle auf 1.2.6. Schönen Abend, tschüss. 1.2.6. Vielen Dank für den Service. Ciao, tschüss. Ausgegangen wird schon immer. Wien Bodenkontrolle, ausgegangen wird schon immer. Er bitte rollen zum Abstellplatz der Allgemeinen Luftfahrt West. Okay, Wien, ja, Channel Lima, willkommen zurück in Wien. Rollen Sie zum Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt West. Über Mike und Papa. Mike und Papa, vielen Dank aus Skype, Wien, ja, Channel Lima.
Charlie, Charlie Lima, Sie erreichen das Zentrum für allgemeine Luftfahrt West. Verlassen Sie meine Frequenz. Genehmigt. Schönen Abend, Servus. Vielen Dank für den Service. Schönen Abend aus Gengen, Charlie Lima.